Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Kanal. Heute mit etwas schlechterer Qualität. Das liegt daran, weil ich in Schleswig-Holstein in den Ferien bin. Aber wollte trotzdem das Video machen, weil es sind die ersten Karten zu Magitex 17-18 rausgekommen. Die waren hier in der Sportbild drin. Ich werde das Ganze mal ein bisschen vorspulen. Ich werde das Päckchen abreißen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mache kurz einen kleinen Cut. So, das erste Magitex-Päckchen ist offen. Besser gesagt, ich habe es offen gemacht und gucken wir uns mal die Karten an, die da drin sind. Als erstes haben wir von Hoffenheim. Los, Kamera, stell dich scharf. Entschuldigung für die schlechte Qualität. Kramaric von Hoffenheim mit 79. Nicht schlecht. Dann als nächstes Tor Schalke ist natürlich Ralf Fährmann mit einem starken 83er Wert. Hier an den Seiten sind übrigens, das ist neu gemacht, Parade, Abspielen, Fang, Abwurf, Fausten und Elfmeter. Und ich glaube, es ist wieder so gemacht, dass du erst ab 90, glaube ich, oder ab 85 5 Sterne kriegst. Es wurde abgeändert. So, und die dritte Karte ist Mainz Abwehr. Das könnte eigentlich nur Bell sein. Und es ist, nee, ist Donati. Tatsächlich ist es Donati. Mit 68. Okay, Bayern Mittelfeld. Es könnte ja Ribéry oder Robben sein, rein theoretisch. Oder Thiago. Und es ist Vidal, okay, mal was ganz anderes. Arturo Vidal mit 84, ja, ist berechtigt, würde ich sagen. Der hat jetzt zum Beispiel 5 Sterne. Warum das so ist, keine Ahnung, kann auch ein Druckfehler bei Fährmann sein. Auf jeden Fall 84 bei Vidal. Und als letzte Karte haben wir von Hoffenheim Soloi mit 65. Vielleicht ein bisschen wenig, finde ich, aber muss top sein. So, ich breite die Karten nochmal aus. So, 3, 4, 5. So, da sind sie nochmal alle. Ich mache das nochmal so. Da sind sie alle. Ja, die offizielle Magitex-Serie wird am 21.11. rauskommen. Es wird 5er und 10er Booster geben. So, das waren meine ersten Karten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr euch auf die neue Magitex-Serie freut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.